Hi! Heute haben wir was ganz Kleines Niedliches zum Mitnehmen für euch. Und zwar Zombie-Würfel Deluxe. Aus dem Hause Pegasus. Zombie-Würfel dürfte einigen bekannt sein. Ist ein absoluter No-Brainer. Sehr, sehr schnell, sehr, sehr einfach. Kann man immer wieder mal kurz für ein paar Minuten auf den Tisch stellen. Macht Spaß. Die Deluxe-Version von Zombie-Würfel hat diese hübsche, kräftige Plastikdose. Das Ding ist schwer, massiv, gut verarbeitet. Die ist eigentlich ganz cool. Außerdem haben wir 13 wirklich hochwertige Würfel. Einen kleinen Block, auf dem man die Ergebnisse festhalten kann. Und die Anleitung, wie man sieht, hält sich das Ganze sehr in Grenzen. Schwierig ist das Spiel nämlich auch nicht. In Zombie-Würfel spielen wir Zombies, die ihrer Hauptaktivität nachgehen wollen, und zwar Gehirne zu fressen. Hierfür packen wir alle Würfel wieder in die hübsche Dose. Ziehen uns wahllos 3 raus, würfeln die einmal und schauen, was wir für Ergebnisse haben. Auf den Würfeln haben wir 3 unterschiedliche Symbole. Zum einen haben wir das Gehirnsymbol. Das ist das, was wir erreichen wollen. Dann haben wir das Schrotflintensymbol. Das ist ein Misserfolg, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Und wir haben dieses Fußsymbol. Wenn wir das haben, müssen wir den Würfel einfach behalten und neu würfeln. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier 3 unterschiedliche Arten von Würfeln. Zum einen haben wir die Grünen. Die sind auch am stärksten vertreten. Bei den Grünen ist es so, dass die Chance auf dem Gehirn besonders hoch ist. Bei den grünen Würfeln habe ich 3 Gehirne, 2 Fußsymbole und nur eine einzige Schrotflinte. Darum sind grüne Würfel, wenn ich die in der Hand habe, immer ganz, ganz positiv. Bei den gelben Würfeln habe ich ein sehr ausgewogenes Verhältnis, 2-2-2. Und bei den roten Würfeln ist es genau umgekehrt zu den grünen. Ich habe 3 Schrotflintensymbole, 2 Füße und aber nur ein einziges Gehirn. Das heißt, wenn ich so ein Ding in der Hand habe, dann wird mir immer schon ganz übel. Dann habe ich immer schon gleich Sorgen um meine bisher erwürfelten Gehirne. Es ist aber so, dass ich vor dem Würfel neu ziehen mir halt überlegen muss, ob ich jetzt diesen nächsten Wurf überhaupt machen will. Denn in dem Moment, wo ich meine 3 Würfel aus der Box gezogen habe, muss ich diesen Wurf auch durchführen. Und wenn ich dann wieder Glück habe. Und wenn ich dann halt zu viele Schrotflintensymbole würfel, sind meine sämtlichen gesammelten Gehirne futsch. Wir würfeln also mit unseren 3 Würfeln, gucken uns an, was wir haben. Jetzt in diesem Fall absolut gar nichts, 3 Fußsymbole. Würfeln also gleich nochmal, gucken, was wir haben. Okay, wir haben ein Gehirn. Gehirne wollen wir sammeln. Also legen wir uns das beiseite. Alle anderen Würfel nehmen wir wieder auf die Hand. Einen dazu. Und schauen, was wir haben. Jetzt habe ich ein Schrotflintensymbol gewürfelt. Das wollen wir nicht haben, darum tun wir es auf die andere Seite. Der Witz darin ist jetzt, dass ich das Ganze so lange mache, bis ich das Gefühl habe, mit dem nächsten Wurf würde ich ein drittes Schrotflintensymbol erwürfeln. Ein drittes Schrotflintensymbol heißt, alle bisher gesammelten Gehirne sind futsch. Das heißt, ich versuche so viele Gehirne wie möglich zu sammeln, ohne aber auf diese 3 zu kommen. Wer dann als erstes 13 oder mehr Gehirne gesammelt hat, hat das Spiel gewonnen, und im Endeffekt war es das auch schon. Das Ganze ist sehr, sehr schnell, einfach und man braucht keine 3 Minuten, um es irgendwie zu erklären.
Uns hat Zombie-Würfel eigentlich immer ganz gut gefallen. Kennengelernt habe ich das Ganze als Trinkspiel. Dafür eignet sich das auch ganz hervorragend, schon allein, weil die Regeln so einfach sind, dass sie auch mit betrunkenem Kopf jeder kapiert. Aber auch sonst ist das einfach mal ganz nett zwischendurch auf den Tisch gestellt. Für eine Viertelstunde mit den Freunden ein bisschen rumwürfeln, das ist ganz witzig. Vor allen Dingen, weil man sich so furchtbar darüber freuen kann, wenn jemand dann tatsächlich geschafft hat, 6, 7 Gehirne anzuhäufen und dann mit einem Wurf plötzlich 3 Schrotflinten würfelt. Ein bisschen Schadenfreude gehört da wohl zu. Also für die Größe und für das Geld, was es kostet, das ist, glaube ich, unter einem 10er, definitiv Daumen hoch und Kaufempfehlung.